Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Fail Together Super Meat Boy Part 2. Jetzt spiele ich, der Hydro, der Tufel schaut mir zu und wir schauen mal, beim Hydro kann man nämlich zugucken. Genau, wir schauen jetzt mal, ob wir noch die Great Ace holen können in dem Level, wo es Tufel nicht gepackt hat. Achso, das ist ein kleines Sorry auch noch für die sehr geringe In-Game-Soundaufnahme. Nein. Vom ersten Part, den ihr gesehen habt. Ja, bei der nächsten Aufnahme werde ich es noch ein bisschen lauter stellen. So, das war eine Schlosstaste von uns gesehen. So, das Great A haben wir schon mal. Jetzt holen wir uns das Pflaster hier ganz in Ruhe. Scheiße. Na. Da haben wir es. So, Great A und das Pflaster geholt. Sehr schön. Ach scheiße, ich muss ja auf die Map gehen. Genau, weil hier habe ich das ja schon alles erledigt, mein Freund. Oder ist hier noch ein Pflaster versteckt? Ja. Achso, da kann man reinspringen. So, Exit to Map. Könntest du natürlich auch noch gucken, ob da ein Pflaster oben versteckt ist. Ja, ich laufe da jetzt nicht jede Map ab und gucke, ob du da ein Pflaster findest. Das sind 5 Pflaster pro Karte, glaube ich, oder irgendwie sowas. So. Die Sprungnase gegen mich. Und da, ja. Fail. Komm, du musst immerhin das Pflaster da nicht mehr holen. Ah, du hast das Pflaster geholt, also rechts an der Seite hing. Ja. Sehr schön. Dann, back to map. So. Ja, 5 Pflaster haben wir ja schon. Sehr schön, dann fangen wir jetzt mal an. Könntest dich natürlich auch an die erste Warp-Zone noch wagen, wenn du es schaffst. Könnte ich, mache ich aber nicht. Ach scheiße, meine Sprungtaste ging wieder nicht. Meine Sprungtaste ging wieder nicht. Oh Mann. Das sieht schon ganz gut aus. So, mal kurz den Controller vergewaltigt, nochmal rein und jetzt aber. Das war aber schön. So, next level. Great day. So. Boah, die Bildschirmübertragung ruckelt aber auch schon ganz gut. Aber Hauptsache ich sehe was. Und next level abgeschlossen. Und nochmal Great Day. Sehr schön. Ja, man kommt unten drunter durch. Great Day. War da ein Pflaster irgendwo versteckt? Gerade nur mal gucken. Ich weiß es nicht. Nö. Sehr schön. Next. Oh nein. So, Great Day hätten wir schon mal. Aber hier ist ein Pflaster versteckt. Und juhu. Ja, das darfst auch gerne du holen. Das packe ich nie im Leben. Erstmal hier hin, bisschen chillen. Ah nein, Säge. Da kommt ja auch noch die andere von oben runter. Ist nicht vielleicht einfacher, wenn du von der zweiten von oben springst? Bin ich auch. Also aus der Mitte runter. Ah, Kacke. Du könntest natürlich auch schon den Commander auswählen. Was könnte ich auswählen? Ach, Commander, wieder ist für ein Arsch. Nein. Oh, schade. Oh, da war ich ein bisschen flott unterwegs. Komm, geh runter. Geh doch schneller runter. Mensch. So, nochmal ein Steak essen. Ja. Schön. Schön. Schönes Ding. Und next level. Okay. Hier ist eine Warp-Zone versteckt, glaube ich. Sprungtaste. Ich muss immer mal wieder gegen Controller hauen. Oh nein. Oh. Hüpf. Oh. Oh nein. Ja, da nein. Ach, ich hab grad dran gedacht, dass hier die Sägen geschossen werden. Ah, Sprungtaste ging nicht.
aber Warpzone habe ich auch schon gesehen. Auch wenn ich noch nicht so genau erkannt habe, wie man da reinkommen soll. Ja, ich weiß, wie man da reinkommt. Auch spring doch, super. Ja, ich weiß es, im Prinzip weiß ich es ja bestimmt auch, weil ich habe es ja schon zweimal gesehen. So, jetzt nochmal probieren. Und er springt einfach nicht. Ich hasse meinen Controller hier. Ah, da war ein bisschen zu weit. Naja, chillen wir hier kurz. Dann würde ich sagen... Oh nein, nein, nein. Ah. Ach Quatsch, ich muss ja in eine ganz andere Richtung. Ich Idiot. Och, er springt nicht. Dann, ich hole jetzt erstmal die Warp Zone. Ist jetzt, glaube ich, da oben rechts rein, ne? Ja, genau. Warp Zone! Du, 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 du. Weiß gar nicht, welche das hier war. Ich weiß es auch nicht mehr. Bei dem Let's Play, oder bei den beiden Let's Plays, oder bei dem einen Let's Play und dem einen Let's Doku, das ich ja verfolge, auch schon ein bisschen her. Ja, ich weiß, welche Warp Zone das hier ist. Und ich will sie nicht machen. Ich dachte, die musst du vorhin machen. Hopsa. Ach, die hässliche. Ja, die. Das hier geht ja noch. Die ersten zwei Level gehen noch. Ich finde das letzte. Das letzte ist, glaube ich, das Schlimme, ne? Mit dem Labyrinth ist das, ne? Nee, das ist jetzt hier mit dem Labyrinth. Ja, ach, das ist schon Level 2. Geh doch oben rein. Oh Mann, ey. Jetzt krieg ich Spenden. Eigentlich schon direkt vergessen. Ah, ja. Oh, und dann springt er wieder nicht. Spring doch, spring doch. Haha, nein! Ah, schade. Egal, nochmal, jetzt kriege ich Bandage auf jeden Fall. Wenn mich mein Controller nicht im Stich lässt. Ich glaube, dieses Spiel ist auch richtig gut für die Controller-Industrie. Nein, nein, nein. Oh Mann, ey. du darfst nicht links landen von dem Pflaster. Ja, ich weiß. Aber ja, es ist halt auch mal leichter gesagt als getan, ne? Ja. Die Sounds. Bum, 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 bum. Jetzt aber. Sehr schön. So, und jetzt kommt, das mag ich gar nicht. Kann man jetzt noch... Nein, das mache ich. Oha. Ich kann da doch stehen bleiben, ich Idiot. Ja. Ja. Sehr gut. Thanks, Meat Boy. Oh no. Oh no. Dude. Na super. Wer auch immer das da sein soll. Egal, Warp Zone geschafft. Warum auch immer sie jetzt noch lila ist. Keine Ahnung. Aber gut, so, jetzt machen wir hier noch unser Grade A. Hoffe ich jedenfalls. Ach, du packst das schon. Oh, nein. Ach, dass ich hier warten muss, nervt mich. Ich komme da... Nein, was mache ich denn? Viel zu stark gegengelenkt. Oh. Okay. Nein, schon wieder so stark gegengelenkt. Was mache ich denn da? Was mache ich da, Two-Face? Ich weiß es doch auch nicht. Ich muss da bestimmt nicht warten. Ich mache da bestimmt irgendwas falsch. Das geht bestimmt auch anders. Wow. Komm, schieß. Dann schießt er halt nicht. Komm, geh hoch. Grade A. Jawohl. Sehr schön. Jawohl. So, Pflaster gab's hier keins. Ah, genau. Das war die Map. Ei. Boah, das ist ja genau die mit dem total fiesen Pflaster da oben in der Ecke. Wobei, jetzt sage ich schon hier total fies. Ne? Nein. Ich meine, wenn du dann an die später denkst, die uns noch erwarten. Ach, Mann. Ich hab da irgendwie gerade... So ein, zwei Charaktere würde ich auch schon gerne noch freischalten, ne? Oh, jetzt ist er wieder nicht gesprungen. Ach, Mann.
So. Nein. Na, na. Oh, und schön. Nein, es springt nicht. Ah. Scheiß Controller, Drecksapparat. Ach, Kacke. Pflaster nicht gekriegt. Ich will's Pflaster. Die Tage noch so hoch gelobt. Oh, ich kann ihn voll empfehlen. Aber schon kaputt scheinbar. Boy, zerstört Controller. Komm, geh kaputt. Eieiei, geh kaputt. Eieiei, geh kaputt. Eieiei, geh kaputt. Oh, eieiei, geh kaputt. Echt? Oh, schon. Sehr schön. Great aim. Eieiei. Next level. Schön. Wie viele Minuten habe ich denn noch? 5. Bis jetzt bei 10. Ja gut, bis gleich bei 11, aber... Ja, dann machen wir den Boss noch und dann kann Two-Face mit der Dark Zone anfangen. Ah ne, er hat ja noch diese eine Warp Zone. Mhm. Ah, die kannst du ja auch von mir was machen. Oh. Ja, ich guck mal, je nachdem wie schnell ich den Boss jetzt packe, mal kurz reinschauen. Und dann fange ich als böser Metaller mit der Dark Zone an. Genau. Gut, dann mache ich den Boss hier und die Warp Zone noch. Oh mein Gott, er zündet alles an. Die dumme Sau. Apropos anzünden. Na. Wenn er hier doch schon alles anzündet, warum macht er da... Spring, spring, spring. Die Eisscheinchen. Ungeduldig. Ersten Mal. Sehr schön. Ja, ich hatte aber auch den heute Mittag erst nochmal im Probespiel auf meinem Laptop angezockt. Bitte. Oh, da guckt er aber böse. Rastet voll aus. So werde ich wahrscheinlich später auf meinem Controller rumhauen. Da freut sich mich. Guck, guck. Oh nein, Standard Skill. Dr. Feed ist eigentlich so ein Männchen in einem Glas-Meat-Boy? Ja. Fällt mir jetzt erst auf. Echt? Ich habe mich mal schon gefragt, was das Komisches in der Mitte darstellen soll. Oh nein, die Eichhörnchen. Oh, aber das waren symbolische Eichhörnchen. Ja. Also ich weiß auch nicht, was die Entwickler gegen Eichhörnchen haben. Aber sind ja immerhin keine schönen roten Eichhörnchen. Ja. Aber jetzt, wo so hier das Video läuft, ich hätte, glaube ich, die Musik ein bisschen lauter machen müssen. Kommt dann im nächsten Part. Aber zu Eichhörnchen habe ich auch noch was Schönes. So, als ich... Och ne, guck doch. Wann war das? Gott. Vor 11 Jahren war ich ja mal hier in Amerika Urlaub. Dann haben wir erst so eine Woche Rundreise gemacht und dann noch waren wir noch 3 Wochen bei Verwandtschaft in der Nähe von Chicago. Oh, was war das denn? Und du glaubst ja nicht, wie viele Eichhörnchen da rumgehüpft sind, ne? Wir haben einen Tag dann mal da so aufs Nachbargrundstück geguckt, weil die hatten dann so eine, ja, so eine Mini-Rutsche für ihre kleinen Bratzen da. Und da haben da dann, keine Ahnung, 12, 15 Eichhörnchen dran rumgemacht. Die sind dann vom Boden richtig oben auf die Rutsche draufgesprungen. Das fand ich total krass. So. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Ich mache jetzt noch die eine Warp Zone und dann werdet ihr uns das nächste Mal hier sehen, wenn wir die Dark World machen. Die für mich völlig blind ist. Dark World! Ich finde es so geil, wie der das schreit. Warp Zone. Ja, ich finde es auch immer wieder richtig schön. Auch wenn ich es leider jetzt gerade nicht hören kann, aber... So, gucken wir doch mal, was das hier ist. Links ist ein Pflaster. Das musst du ja dann auch immer wiederholen. Ach so. Scheiße.
Ach, dieser Ladebildschirm. Rutsch rechts die Wand runter, dann geht das einfach. Ja, ja, ich und genau Punktlandungen landen. Das ist schon mal gar nicht einfach. Ja, gut, ey. Läuft doch. So. Ja, ich bin noch nicht drüben. Achso, ich sehe es, ich kann ja hier auch stehen. Pack ich das in einen Spruch? Genau. Ja. Ja. Cool. So, guck mal. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, was das hier war. Jetzt kommt die, wo du dann nicht mit rein musst. Da kannst du aber, wenn du jetzt dann irgendwie nach rechts läufst oder so, glaube ich, auch direkt auf der Mitte landen. Hatte ich zumindest eben einmal geschafft. Mhm. Ein bisschen gegendenken muss er wohl. Ah, nein, nein, ah, und ich vergesse zu springen. Ich hatte nicht mal den Finger auf der Sprungtaste. Kacken. Das ist natürlich echt gut. Nee, man kommt rüber, indem man einfach nur nicht sprintet. Nein, nein, ach man. Genau, ey. Das wäre mir wahrscheinlich auch passiert. Gut, bis jetzt bei 16 Minuten und 13 Sekunden. Ja, Tufels, dann tut's mir leid. Dann kannst du dir aussuchen, ob ich die Warzone noch machst oder ob du dann direkt mit der Dark World anfängst. Aber gut. Leute, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Part von Let's Fail Together. Super Hackfleischklümpchen. Mach's gut, ciao. Oder Fleisch, Junge. Ciao, ciao.